Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen Angezockt. Ich bin gerade mitten in WWE Supercard und NBA Supercard in der RD und brauche einfach mal was anderes. Da habe ich das Spiel in der Werbung gesehen, heißt Battle Legion, sah ganz interessant aus. Also so wie ich es verstanden habe in der Werbung, positioniere ich meine Einheiten, ich suche aus, welche Einheiten und wo die stehen und gehe dann im Auto-Battle gegen meinen Gegner über. Das klang eigentlich sehr interessant und da habe ich gedacht, mach's doch mal wieder ein Angezockt und vielleicht gefällt's euch, Daumen hoch da lassen, dann machen wir wieder regelmäßig Angezockt. So mal zwischendurch brauchen wir einfach mal was anderes. Ob's gut ist, werden wir gleich sehen. Ich habe gerade meinen Namen angegeben und ich denke, genau um sowas geht's nämlich dann auch. Wie die Einheiten andere Einheiten einkesseln und dass man Fronteinheiten und Bogenschützeneinheiten, also Fernkampfeinheiten hat. Und das fand ich ganz interessant. Das ist das, was ich mir erhoffe. Ich bin gespannt. Rang 0. Gold nehmen wir immer. Einheitssplitter, okay. Mal gespannt. Wo kann ich noch klicken? Hier noch klicken? Nö. Also ich muss mich irgendwie fortkämpfen, das habe ich schon verstanden. Das Rekrutieren einer neuen Einheit kostet einen Einheitssplitter und etwas Gold. Okay. Wir haben hier Armee und natürlich haben wir Einheitssplitter von Bogenschützen bekommen. Rekrutieren. Ah, okay. Platz hin. Ich habe genug Gold. Ich habe Einheitssplitter. Dann klicken wir da drauf. Ich könnte jetzt nochmal draufklicken, ich hätte Gold und Einheitensplitter, aber anscheinend will ich das nicht. Ah, und jetzt aufs Feld ziehen. Aber Bogenschützen machen ja total Sinn, dass die hinten stehen. So, platzieren wir die X und jetzt wieder ein Gegner durchzwischen. Rostbeulenbande. Okay, er muss man auch gucken, wie die platziert sind. Das ist schon in Ordnung. Also ich habe gedacht, er stellt seine auch mit, ich mache da nicht. Wenn jetzt könnten auch Einheiten wahrscheinlich an mir vorbeirennen. Ich gucke mal, was man noch. Muss ich hier oben klicken, was wir noch machen. Ja, Rang 0, habe ich verstanden. Jetzt kriegen wir ein paar Gold und Einheitensplitter. Ich bin gespannt, was es für Einheiten noch gibt. Ich will ein bisschen Gas geben, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen echten Content sehen. Macht ich auf härtere Gegner gespielt. Aber ich wollte doch jetzt... Gut, darf ich nicht, sondern durchswitchen. Feuerprobe. Okay, meine Einheiten, es soll mir wahrscheinlich aufzeigen, dass ich auch verlieren kann. Meine Einheiten schwinden dahin, wenn die Fernkämpfer, das sind ja gepanzert, das sieht mir ja richtig. Niederlage gibt mir aber auch Gold. Okay. Um mithalten zu können, holen wir uns zuerst etwas Gold. Und fort. Jo. Meh. Bessern, ja. Sind alle verbessert? Nein, die nicht. Gut, spielen wir weiter. Vergiss nicht, deine Einheiten zu verbessern, wann immer du Splitter und Gold hast. Also ich würde das erstmal sinnvollste sind die, wenn die ja so weit in der Front stehen. Natürlich könnte ich noch welche rekrutieren, aber ich weiß gar nicht, wo ich die hinstelle. Darum, verbessern, verbessern. Die verbessern, verbessern. Okay. Das bei den Bogenschützen machen wir das auch. Oh, hier sehen wir ein paar. Es gibt Mauer, Bomben, Hunde. Okay. Ich glaube, ich finde das ganz witzig, das Game. Mir fehlen Splitter für... Achso, nee, hier die Bogenschützen. Ich kann nur 2 verbessern. Die Frage, was ist besser, 2 auf 2 oder einen auf 3 zu verbessern? Ich mache jetzt 2 auf 3 und zurück. Zwisch zum nächsten Gegner. Auch nochmal der Feuerprobe. Tutorial-Kampf ist es natürlich noch. Aber jetzt, ihr seht, meine Einheiten sind gepanzert, halten jetzt auch durch. Jetzt rennen sie hinter zu den Bogenschützen. Und dann ist das direkt Matsch. Okay, Tutorial ist verstanden. Jetzt wäre schön, wenn wir noch eine neue Einheit dazu kriegen. Und das Spiel nett. Ich mache euch mal den Download-Link von BlueStacks, spiele ich gerade, unter das Video. Vielleicht gefällt sowas ja auch dem einen oder anderen. So jetzt mal für neue Einheiten. Gut. Einfach für mal was anderes kurz zwischendurch. Einheitssplitter, Kriegshof und Mauern. Armee. Schauen wir uns eine neue Armee an. Mit jedem neuen Rang erhältst du Armeepunkte, raummächtige Einheiten, das habe ich verstanden. Du hast Splitter einer neuen Einheit. Wir können mehrere rekrutieren, will ich aber glaube ich wohl nicht, wenn das Spiel mir das sagt. Gern noch. Dann verbessere ich lieber und Runde hoch für das Tutorial deaktivieren. Aha. Okay, dann lassen wir die Hunde auf 3 und stellen nachher nochmal Hunde auf. Nämlich hier. Er hat auch Hunde und er hat so einen dicken Hero. Habe ich da aber nicht auch gekriegt? Warum habe ich den nicht aufgestellt? Aber trotzdem haben wir gewonnen. So, jetzt sind ein paar Stunden Spielzeit vergangen. Ich habe gedacht, ich hänge das noch direkt hinten dran. Und ich muss sagen, das Spiel ist richtig klasse. Hätte ich nicht gedacht. Also es gefällt mir richtig gut. So vom Prinzip hat es was wie Clash Royale. Es fühlt sich an ganz vielen Stellen an wie Clash Royale. Das haben die mit Sicherheit auch als Vorbild sich genommen. So wie ich Einheiten auflevel und. Natürlich, das Spiel ist andere Richtung. Und ich steuere nicht einzelne Einheiten, sondern ich baue es einmal auf und mache es dann aber so. Der Grundgedanke Clash Royale steckt da irgendwo mit drin. Und jetzt, wie gesagt, gucken wir mal durch. Also ich habe jetzt erstmal eine Rang 4 Kiste freigeschaltet. Auch das fühlt sich direkt an wie Clash Royale. Hier kriegen wir ein paar nette Sachen raus. Gems. Ein bisschen Gold. Nochmal 24 Hunde. Nice. Oder 14 Hunde und ich meine sind auf Level 24. Und die Kisten erfarme ich mir. Also die kann man sich erfarmen und dann schauen wir, oh guck mal, hier habe ich noch eine 5-Kiste. Und die kann man sich dann freischalten. Könnte man wieder für die Gems, die aussehen wie die von Clash Royale, freikaufen. Ansonsten gibt es hier halt so ein paar, kann man sich 3 Videos angucken und kriegt dann ein bisschen Krempel. Das hier sind so Gold, Energie und Dingsaufsammlung. Ich könnte hier auch auf Autokampf stellen und dann rennt meiner 50 mal den Kampf durch. Das mache ich nicht. Ich gehe einzeln rein. Aber jetzt gucken wir erstmal, was ich sonst so habe. Also, wenn wir hier in die Einheiten gehen, sieht man, also ich habe meine Barbaren, meine Bogenschützen, die Mauern und die Hunde. Die habe ich sehr hoch aufgelevelt. Die sind richtig nice. Das ist noch ein Boost, den man auf die Einheiten machen kann. Dann habe ich, das ist eine Eisfalle, das ist eine Bombe, die habe ich auch auf dem Feld, das ist mein Typ hier in der Mitte, Level 15, das ist auch so ein Boss-Typ, der auch recht nice und recht stark ist, das sind recht tanky Ritter, das ist ein Eismagier, Hammerwerfer, die Pilze habe ich gerade neu, keine Ahnung, was die machen, werden bei Kontakt mit Gegnern konsumiert und übernehmen die Kontrolle über die Einheit, so dass sie für dich kämpft, okay, sehr nice. Gut. Giftwerfer, den Trommler habe ich auch gerade frisch gekriegt. Alle verbündeten Einheiten in der Nähe erleiden weniger Schaden und widerstehen, betäuben. Und das hier ist so ein Magier-Typ, auch den habe ich freigeschaltet. Und es gibt noch ganz viele Einheiten, die man freischalten kann. Das sind Rangabzeichen. Hier kann man sich auch noch oben quasi sein Banner seine Karte bauen, wie man es denn möchte. Das hier ist cooler. Hier kann man noch Porträts sich freischalten und hier so einen Titel. Hab bin ich die Naturgewalt. Was haben wir hier noch? Und das sind alles Gems und sowas, um die Einheiten dann aufzuleveln. Geht aber erst, wenn man die Einheit Level 20 hat. Hier ist nochmal so ein so ein Weg, den man gehen kann. Oh, die Stufe schaffe ich, glaube ich, nicht. Der Magier ist erstens mal slowed der und immer wenn eine Einheit stirbt, belebt er sie wieder, egal von wem. Und da habe ich noch nicht die Lösung dazu gefunden, wie ich das Level schaffe. Meine Einheiten sind wahrscheinlich ein bisschen zu schwach dafür. Darum müssen wir uns den Kampf nicht antun. Aber das ist auch so die zweite oder dritte Stage schon, wo man halt einfach sich immer weiter nach vorne kämpfen kann. Hier sind dann Events. Hier war ich noch nicht, ist erst ab Level 8. Und hier ist nochmal, kann man dann halt seine Ingame und Echtgeldwährung ausgeben. Hier sind so Porträts, auch für jede Einheit, hat mehrere Skins, ist recht nice. Und das spare ich aber, bis ich mir so ein großes Pack kaufen kann. Dann bin ich in irgendeinen Clan eingetreten. Das ist ein deutscher Clan, aber da musste ich rein, weil es mein Event so gefordert hat. Und hier sind nochmal der Season Pass. Das obere kriegt man immer, da komme ich echt gut voran, ihr seht's, 486 Punkte schon und dann gibt's Daily, Weekly und Monthly, Daily, Weekly und Erfolge an sich und da kann man halt auch schön einfordern. Die täglichen habe ich schon durch, da kriegt man auch hier oben nochmal Kisten und die wöchentlichen hol dir kostenlos täglichen Wagen an verschiedenen Tagen, okay. Rüste Einheiten mit 5 Machtsteinen aus. Sachen, die ich jetzt noch nicht erledigt haben kann. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in ein Match rein. Also auch hier, wenn man uns mal die Ladder anguckt, bin ich schon echt weit gekommen. Und hier kriegt man halt auch immer dann Belohnungen, wenn man weiter aufsteigt. Ich kriege die nächste Belohnung bei 900, ist nur Gold. Aber vielleicht schaffen wir das zusammen. Und dann hier Prüfung des Dschungels, da kriegt man dann wieder so eine Bosseinheit und es geht halt weiter und weiter und weiter. Je höher man in der Ladder quasi kommt, desto mehr Belohnung kriegt man. Noch viel vor uns, aber es macht echt Spaß, weil es fühlt sich an wie Progress. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in den letzten Kampf. Ich weiß nie, wie ich hier rauskomme. Genau, ich würde jetzt einfach hier hochwischen. Ich kann auch, könnte hier Autokampf machen und dann macht er, wie gesagt, 50 hintereinander. Ich habe, das sind aber viele Gegner. Also meine Bomben sprengen Einheiten weg und dann habe ich hier hinten, ihr seht die zwei, das sind bei mir die blauen, die da hinten stehen. Die beamen sich auf die andere Seite und hacken den Gegner um und so schnell gewinnt man halt ein Match. Vielleicht gefällt mir das auch so gut, dass die Matches so schnell gehen. Also ich zeige euch nochmal, was ich habe. Also hier, die hier springen ganz auf die andere. Sprich, ich kann mehrere Gruppen bauen. Springen ganz auf die andere Seite der Map und töten dann halt hinterrücks. Dann habe ich die Bogenschützen. Hier meine normale Armee. Die Hunde sind recht schnell und die fressen sich durch und die Bomben explodieren, sobald sie irgendjemand treffen. Also wir machen nochmal ein Match. Das ging ja recht schnell eben. Er hat hier mittendrin eine Bombe und er hat den komischen Magier. Oh, ich meine, die zweite Bombe hat ihn gesprengt. Also das ist gut, das sind nämlich alles meine. Und jetzt haben wir das Ding auch gewonnen. Also ich finde, es macht echt Bock. Die schnellen Games machen mir extrem viel Spaß, weil ich kann reingehen, mal ein, zwei Ründchen machen und wir haben die Belohnung mit zwar nur Gold gekriegt, aber 5 Wagen, 875 Gold. Und so ist das Game. Und darum, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe den Link jetzt unter das Video gepackt. Ist ein BlueStacks-Link, ist ein Affiliate-Link. Es war jetzt nicht so geplant, aber ich kann es irgendwie nur so machen. Darum blende ich jetzt einfach mal hier auch Dauerwerbesendung ein im Schnitt danach. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wie gesagt, tolles Spiel, macht mir total Spaß. Ich werde es nebenbei weiterspielen und ja, vielleicht hat einer von euch Spaß dran. Ich sag danke fürs Zuschauen, ihr wisst, Daumen hoch, Kommentar da lassen und ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.